Herzlich willkommen auch Herr Koch. Sie sind Bereichsleiter für Strategie und Konzernentwicklung in der DZ Bank und Generalbevollmächtigter der DZ Bank. Und dort ist das Thema Nachhaltigkeit verordnet. Ich freue mich, dass Sie da sind und dass wir heute ein bisschen Zeit haben zu plaudern für unsere Kunden, wie die DZ Bank eigentlich so auf das Thema Nachhaltigkeit guckt. Ja, und uns fragen immer viele Leute, Mensch, welche Rolle habt ihr denn jetzt als Bank? Seid ihr eher neutral oder seid ihr jetzt die, die uns belehren, was noch nachhaltig ist und was nicht? Wie sehen Sie das? Ich glaube, erstmal ist wichtig festzustellen, wir sind eine Bank und eine Bank kann bestimmte Dinge gut, nämlich Risiken transformieren, Fristen transformieren. Und wir sind nur dann gut, wenn wir an der Seite unserer Kunden stehen. Das heißt, wir sind keine Moralapostel, wir haben nicht den erhobenen Zeigefinger und sind die Besserwisser, sondern wir sind an der Seite unserer Kunden als Partner. Wir wollen verstehen, was deren Herausforderungen in ihrem Transformationspfad sind und das bestmöglich als Bank begleiten. Stichwort Herausforderungen. Viele Kunden fragen uns dann, Mensch, ja, wenn ich das jetzt so und so mache, finanziert ihr mich dann noch? Ja, können wir da mehr Orientierung geben, zu sagen, das finanzieren wir noch, das finanzieren wir nicht mehr? Sind wir da schon so klar? Haben wir schon die Daten und die Erkenntnisse, dass das schon so klar ist? Ist ein klassisches Jein. Auf der einen Seite ist insbesondere in den letzten 2 Jahren bei uns sehr viel passiert. Wir haben jetzt vor kurzem auch in unserem Kreditprozess das Thema Nachhaltigkeit mit verschiedenen Aspekten in die Linie überführt. Das ist kein Thema mehr nur für Spezialisten. Das heißt, wir haben eine Nachhaltigkeitsprüfliste. Wir wollen verstehen, wo ein Kunde beim Thema Nachhaltigkeit steht. Wir wollen aber auch verstehen, welche Nachhaltigkeitsrisiken damit verbunden sind, also eine klassische Risikoeinschätzung. Wir wollen Transformationsbegleiter sein. Das heißt, erstmal hören wir zu. Und dann schauen wir uns an mit dem Kunden, wie sieht dessen Transformationsreise aus. Dass es perspektivisch so sein kann, dass wir aus einer Risikoeinwertung sagen, das sind mit einem Geschäftsmodell bestimmte Nachhaltigkeitsrisiken aus Klima- und Umweltrisiken von der Art und Lage, wo Produktionshallen liegen, in Überschwemmungsgebieten bis hin zur Anfälligkeit für Wetterphänomene. Das wird tatsächlich so sein. Ja. Aber wir sind niemand, der jetzt einen Malus gibt, sondern wir wollen verstehen, wo die Transformation liegt und welche Story das Unternehmen hat. Also eher so ein Manage-to-Green-Ansatz, ja, weil wenn wir das Geld immer nur den Leuten geben, die schon grün sind, dann ist auch nichts geholfen. Die großen Investitionsbedarfe sind ja da, wo man heute noch nicht nachhaltig ist. Ne? Und diesen Transfer zu leisten, das ist also Ihr Ansatz. Wie gehen Sie damit um, wenn jetzt jemand sich komplett dem Thema verweigert? Wir als Bank sehen das letztlich auch aus einer klassischen Bankperspektive, nämlich aus einer Beurteilung der Geschäftsmodelle. Also ich gebe Ihnen ein Beispiel, das Verbrenner aus, das sogenannte der EU, setzt ganz nüchtern Rahmenbedingungen für die Automobilindustrie in Europa, damit auch für die ganzen Zulieferer. Und wir als Bank beurteilen natürlich bei einer Kreditvergabe ganz genau, wie gut ist ein Unternehmen mit seinem Geschäftsmodell auf diese neuen Rahmenbedingungen in der Zukunft eingestellt. Und wenn wir dann in der Kreditanalyse zum Schluss kommen, gar nicht, dann hat das natürlich einen entsprechenden Risikoaufschlag zur Folge, beziehungsweise wir würden vielleicht auch sagen, ganz ehrlich, für ein 10-Jahres-Darlehen ohne eine Transition, wie man das eigene Geschäftsmodell, sagen wir mal, als Zulieferer auf Elektromobilität ausrichtet, können wir da kein Geld geben, weil die Erwartung, dass dieses Geschäftsmodell in 10 Jahren noch funktioniert, ist nicht sehr hoch. Das heißt also, wir werden, wenn ich Ihnen zuhöre, von den Kunden sehr viel mehr noch als früher auch die Fragen stellen in Richtung ihrer eigenen Strategiearbeit. Ja. Wie stellt ihr euer Geschäftsmodell um? Und wenn man das gut beantworten kann, dann wird es in der Finanzierung gar nicht teurer, wenn man sich auf den Weg gemacht hat. Korrekt. Europa befindet sich auf der Reise, ist im Green Deal unterwegs. Und wie beeinflusst das verschiedene Geschäftsmodelle? Da gibt es Branchen und Sektoren, da ist Technologiesicherheit da, da ist schon relativ klar, wo die Reise hingeht. Es gibt andere, da ist die Technologiefrage, wie schafft man das überhaupt tatsächlich noch offen? Aber das ist ja gerade das Spannende, wo wir sagen, genau das wollen wir begleiten und wir schauen uns das natürlich individuell an.